Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir hier dieses schöne Häuschen gebaut und unser Abenteuer begonnen. Und heute werden wir weitermachen. Hoffentlich werden wir heute schon die ersten Fossilien... Oh, die Sachen muss ich noch wegschmeißen. Die dürfen wir nicht behalten. Hoffentlich werden wir heute schon die ersten Fossilien extrahieren und auch... die ersten Dinosaurier da rausbekommen. Das wäre cool. Wir haben auch noch keine Rüstung oder sowas. Das ist natürlich sehr gefährlich. Aber ich habe Lust, die Welt zu erkunden, neue Dinosaurier zu sehen. Und ich weiß, dass es hier auch solche Ausgrabungsstätten und so Archäologen oder Paläontologen Häuschen gibt, wo es dann auch die Werkbänke und sowas abzubauen gibt. Das wäre ganz cool, wenn wir sowas finden. Und natürlich auch noch mehr Fleisch. Was haben wir da? Das sind Dryos. Ja, Dryosaurier. Perfekt. Problem ist halt vom Weiten. Kann ich den Namen nicht sehen. Da muss ich dann wirklich nach der Optik gehen, ob die fies aussehen oder nicht. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Da wäre schön, wenn wir hier ein bisschen Überblick hätten über das Ganze. Das ist ja ganz schrecklich hier, das Gebiet. Also ein richtig dichter Wald. Da sieht man nicht viel. Vielleicht sollten wir in ein anderes Biom oder sowas gehen. Damit wir ein bisschen besseren Überblick haben. Weil dieser Wald, da finden wir, glaube ich, nicht so schnell irgendwie Sachen, die uns voranbringen. Ich gehe jetzt mal doch nochmal in diese Richtung. Und dann schauen wir mal, was es da so zu finden gibt. Ich muss mich auch schon wieder beeilen, weil die Sonne ist schon wieder sehr weit gewandert. Na, ihr Paras. Oh, die fressen sogar das Gras hier. Ganz viele Triceratopse, meine Lieblinge. Ansonsten sehe ich halt nichts, ne? Kein anderes Biom. Wobei das hier, glaube ich, schon ein anderes Biom ist mit den Pilzen. Aber es ist trotzdem noch ein sehr dichter Wald. Ich kenne mich mit dem Biom in Minecraft auch ehrlich gesagt nicht so mega aus. Oh, wir müssen richtig weit gehen, das ist nicht gut. Das heißt nämlich, wenn es Nacht wird, müssen wir die Nacht vermutlich irgendwo vorbringen, wo nicht unser Zuhause ist. Das Doofe ist natürlich auch, dass wir noch kein Bett haben. Also wenn wir Schafe finden, das wäre auch ganz gut. Steht auch ganz weit oben auf meiner Liste. Auch wieder Dryos, ne? Ich habe richtig... Was ist das? Ich habe richtig Angst, gleich einen Dino zu treffen, der mich hackt. Oh Gott, ich gucke mich schon so böse an. Ich will nicht wissen, was es ist. Nee, das will ich nicht herausfinden. Mit ihren Federköpfen da. Die hacken mich bestimmt. Und ich bin jetzt ja schon relativ weit weg von zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wiederfinden würde. Okay, anderes Biom. Vielleicht hätten wir hier auch unser Haus bauen können. Das wäre auch cool gewesen. Aber es bleibt ja auch nicht bei dem einen Haus, ne? Das erste Haus ist halt nur der Anfang. Und ja, wir werden sicherlich noch viele weitere Sachen bauen. Vor allem werde ich ja auch versuchen, noch später so ein paar Gebäude und Szenen nachzustellen. Vielleicht auch aus dem Film Jurassic World. Das wäre ganz cool. Das haben wir ja bei unserem letzten Jurassic Park Projekt ähnlich gemacht. Das wäre hier auch ganz nice. Es gibt so viel zu erkunden. Ist immer so schön an Minecraft. Mühlen sind aber jetzt gerade nicht so das, was ich priorisiere. Das können wir in der Nacht machen. Gerade wäre es schön, wenn wir irgendwas finden. Eine Village, Schafe. Das sind wieder diese Vögel. Ich weiß halt nicht, was es ist. Ich will es auch, glaube ich, nicht herausfinden. Also wollen schon, aber ich will nicht sterben. Oh, hier ist auch so ein Ding alleine. Geh jetzt da, glaube ich, mal ran. Nee, da ist noch einer, oder? Ja. Wir wissen, was das ist. Forus Hakos? Keine Ahnung. Ist das lieb? Okay, der ist lieb. Oh, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir brauchen vor dem keine Angst haben. Ach, du Schande. Das sieht aber cool aus hier. Hier haben wir auf jeden Fall guten Überblick.
Alter. Was alles aussieht. Oh, ein Schweineparadies. Oh yeah. Tut mir leid, Schweinchen. Ich muss euch alle zerhacken. Ich brauch euren Speck. Gib ihn mir. Die Sonne geht unter. Immerhin kriegen wir jetzt ein bisschen Nahrung. Das ist schon mal was sehr Feines. Großtiere züchten werde ich natürlich jetzt nicht machen. Das werden wir dann mit Dinosauriern tun. Also Schweine oder so können wir ruhig alle abrippen. Wir später ganz viele Dinos haben als Haustiere. Ah, und die Nacht bricht an. Das ist nicht gut. Ich habe nichts gefunden, was sinnvoll ist. Außer das Fleisch jetzt hier. Ist gar nicht gut. Aber wir gehen weiter. Oh, die schlafen sogar bei Nacht, die Dinos. Das ist ja süß. Cool, dass gemacht ist. Vielleicht ist das auch ein Vorteil für uns. Wenn dann die fiesen Dinos auch schlafen. Aber ich glaube, Creeper und so spawnen trotzdem, ne? Uff. Ich sehe halt fast nichts mehr. Ist das belastend. 240 Meter durch einen dichten Wald nach Hause. Ich weiß nicht. Oh, shit. Ach du. Au, au, au. Oh Gott. Ich muss los. Ich muss ganz dringend los. Ich sehe nichts. Okay. Wir versuchen, den Weg nach Hause zu rennen. Gefällt mir gar nicht mit diesen ganzen Zombies und so. Wir sind wieder auf der Wiese. Oh, Triceratops-Babys. Oh mein Gott, sind die süß. Ey. Die Triceratops schlafen auch gerade alle. Kann man nicht mal hier die Babys enjoyen? Ich hoffe, ich werde hier später nicht so übertrieben viele Triceratops dann haben. Das wäre auch bitter, weil die sich ohne Ende vermehren. Aber ich habe es gleich nach Hause geschafft, Leute. Das ist sehr gut. Vielleicht sollte ich auch nochmal hier ein paar Fackeln ranmachen. Erstmal. Sicher, sicher. So. Dann machen wir die mal mittig. Sieht ein bisschen schöner aus. So, gehen wir mal erstmal hinein. Und hier haben wir nichts. Bringt mir gar nichts. Shit. Ey, lass mich raus. Das ist natürlich belastend. Wir gehen dann in die Höhle. Oh, hier sind auch Triceratopse. Gehen wir in die Höhle erstmal und brennen dann nochmal unser Food in der Zeit und warten ab, bis es der nächste Morgen anbricht. Und wir können nochmal ganz schnell uns... Ne, die Truhe ist oben. Das machen wir dann am nächsten Morgen. Uns neue Rüstung und sowas machen. Ich gehe jetzt nochmal ein wenig buddeln. Und jetzt können wir mal eben gucken. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Spitzhacke bald. Das ist am wichtigsten, denke ich. Wenn sie dann kaputt geht, dass wir noch eine Eisenspitzhacke dabei haben. Und ansonsten könnten wir uns mal eine Hose schon mal machen. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Schwert war wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. Wir haben mehr Schaden. Aber eine Hose gibt uns ein bisschen mehr Sicherheit. Und das ist immer gut. Daraus können wir noch mal ein paar Säckelchen machen. Feuerstein. Ja, das ist alles nicht so sinnvoller Kram. Fleisch brät auch ohne Ende. Das ist auch gut. Das heißt, wir haben genug zu essen. Haben wir hier ein Boot. Und dann können wir vielleicht auch auf den Fluss gehen. Ceratops sind aufwach. Guten Morgen. Oh, die Babys. Es ist einfach nur schön. Ich hoffe halt wirklich nicht, dass die später überbevölkern. Und ich dann irgendwie die ausrotten muss. Das wäre ganz schön belastend. So, wir schnappen uns unser Boot. Und dann kommen wir hoffentlich ein bisschen... Ja, wie platziere ich das denn? Ich muss das wegmachen. Ah ja. Gehen wir in die Außenansicht. Ah, ihr seht schon, ne? Damit kommt man echt schnell und gut voran. Vielleicht können wir so ein bisschen besser erkunden. Fleisch brauchen wir erstmal nicht mehr. Das heißt, wegen Kühen werde ich jetzt nicht aussteigen.
Das Einzige, wofür ich aussteigen würde, wären Schafe, damit wir endlich die Nacht überspringen können. Das wäre wirklich gut. Das ist wieder Dryos? Ich hoffe. So. Boot nehmen wir wieder mit. Na komm. Sehr schön. Dryo? Dryo, okay. Wir haben aber auch, glaube ich, noch nichts Gefährliches gesehen an Sauriern. Noch kein Spino oder sowas. Aber gibt's auch. Also als ich die Mod getestet hatte, habe ich auf jeden Fall ein Spino gesehen. Es gibt hier auch fiese, fiese Fleischfresser. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben halt hier gerade keine guten Biome, um... Okay, das ist Paras. Wie cool die sind. Ja, wir haben hier halt hier überall Wälder und so. Das ist echt schwer zu erkunden. Oh Gott, es gibt ja auch Wassersaurier. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, gleich so ein Megalodon oder ein Mosa oder sowas kommt. Okay. Das sieht doch gut hier aus. Wir sind relativ weit weg von zu Hause. Was ein bisschen problematisch ist. Aber passt schon. Jetzt erkunden wir mal hier ein bisschen. Da hinten ist auch ein Paradies mit Dinos. Oh, das ist ein Geweih. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Das wird wahrscheinlich von diesen Megaloceros oder so sein, das Geweih. Gehe ich von aus. Ich habe mir übrigens aufgefallen, dass diese Map hier so ein bisschen verbuggt ist. Also der schaltet gar nicht das frei, wo ich gerade bin. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Werde ich dann beim nächsten Mal hoffentlich behoben haben, das Problem. Oh, das sind sogar Pferde. Oh Gott, was hier alles spawnt. Ich habe echt die Befürchtung, dass die Spawns von der Mod nicht ganz so gut sind. Ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass sie sich unendlich vermehren und so. Dann irgendwann alles voll... Oh yes, perfekt. Irgendwann alles voll ist, weil ihr seht ja, wie viele Triceratops da schon sind. Überbevölkerung ist da. Das heißt nämlich, dann müssten wir die Mod wieder deaktivieren mit den Dinos. Ich hoffe, das geht dann so einfach. Wir finden jetzt hier irgendwas. Schädellaterne. Ja, die bringt uns ja nichts, ne? Buddeln mal hier. Das ist ja irgendeine Ausgrabungsstätte. Wahrscheinlich sind hier nur Fossilien. Wie, das war's jetzt, oder wie? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Jetzt finde ich was und das ist so nutzlos. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Toll. Reliktschrott haben wir gekriegt. Oh, ich merke schon, die heutige Folge wird ja mal komplett fail. Ich sehe aber auch so nichts weiteres, außer 1 Million Triceratopse. Jump! Sehr gut. Scheint aber alles friedlich hier zu sein, hier auf diesen Wiesen. Das ist ganz gut. Aber wir müssen irgendwas finden. Wir haben nicht mal ein Schaf gefunden. Das kann nicht wahr sein. Der sieht böse aus. Da dürfen wir nicht hin. Definitiv nicht. Was haben wir hier? Lava. Lava bringt uns auch nichts. Schon. Oh, noch mehr von denen. Also die sind safe böse, so wie die gucken. Bin ich mir sehr sicher. Es könnten sogar Alos sein, ne? So mit diesen Rot über den Augen, diese roten Höcker. Oh, was haben wir denn da? Einen wunderschönen guten Tag. Sind Sie meine Rettung? Dorfbewohner. Beruf Paläontologe. Oh, der tradet Fossilien. Oh, ich hätte diese Blöcke mitnehmen müssen. Oh, okay. Knochen haben wir auch noch hier. Okay, das heißt, das nächste Mal nehmen wir diese Schädellaternen und sowas mit. Oh, da ist noch so ein Haus. Oh, wie gut. Endlich. Ein Bett. Puh, eine Archäologiewerkbank.
Nehmen wir mit. Das werden wir alles zu Hause ausprobieren. Sehr schön. Ein Sieb. Das hier ist, glaube ich, auch Wolle, ne? Weiße Wolle brauchen wir nicht, weil wir jetzt ein Bett schon haben. Hm. Okay, du hast ähnliche Trades anzubieten. Knochen und diese Schädeldinger sind anscheinend gut, diese Schädelblocks. Oder Blöcke. Oh. Nehmen wir mal mit. Eigentlich brauchen wir es nicht zweimal. Aber lieber haben als nicht haben. Nehmen wir nochmal sogar so eine Ausgrabungsstelle. Das heißt, hier ist ein richtig guter Ort. Baut man das Ding dann ab? So. Ich hoffe, das ist richtig. Weil der meinte, glaube ich, nur Schädelblock vorhin. Knochen. Frag mich halt, wie viel hier so drin ist an Fossilien. Ich glaube, so tief brauche ich gar nicht buddeln. Oh, das ist aber schön. Jetzt haben wir die ersten Erfolge. Die erste Werkbank. Ich würde auch fast sagen, dass wir uns jetzt nochmal umschauen und dann Richtung Home Sweet Home begeben. Und dann mal ausprobieren, wie das ist mit den ersten Fossilien. Was war das? Ist das ein Dryo? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir egal. Wir gehen weiter. Ihr seht schon, es wird Nacht langsam. Okay, die Dinosaurier schlafen jetzt schon teilweise. Das ist gut. Jetzt einfach nur nach Hause. Hier ist wieder ein Triceratops-Baby. Wie ist es wahrscheinlich jetzt wieder voller mit Triceratopsen? Greifen sich ja auch irgendwie nicht an, ne? Sieht aber schon cool aus mit dem Haus und dem Mond im Hintergrund. Vor unserer Tür schläft auch ein Triceratops. Ja gut, mach das mal. Mein Kleiner. Das Schöne ist ja, dadurch, dass wir jetzt zu Hause sind und zwei schöne Betten haben, können wir die Nacht easy überspringen. So, machen wir mal hier zwei Betten hin. Wir haben mehr Platz. Jetzt können wir schlafen und die Nacht hinter uns lassen. Ist das nicht schön? Ah, das ist wirklich wundervoll. Und jetzt können wir auch gleich mal ausprobieren, wie das hier ist mit dem Archäologie, mit der Werkbank und dem Sieb. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es noch funktioniert. So, passt auf. Biofossil. Was muss ich denn hier reinmachen? Zeige Rezepte. Oh, das muss da unten rein. Oh, das bringt uns gar nichts. Das heißt, dieser Tisch ist relativ nutzlos, wie es aussieht. Da muss irgendwas hier unten dafür rein. Was kann man hier machen? Kann man hier das? Oh, da kann man auch nur irgendwie... Okay. Das heißt, hier könnte ich jetzt einen Erdeblock reinmachen. Dann läuft es durch und dann könnte aus dieser Erde oder aus Sand oder so tatsächlich was durchgesiebt werden, wenn ich das richtig verstehe. Aber das heißt, wir brauchen noch irgendwas anderes. Oh, eine Kartoffel. Herzlichen Glückwunsch. Also ich weiß noch, dass dieses Buch hier super wichtig war, Dinopedia. Ein Biofossil und ein normales Buch brauchen wir. Ein normales Buch brauchen wir Papier und Leder. Leder haben wir, glaube ich, schon. Das heißt, wir brauchen Zuckerrohr. Oh, okay. Haben wir Zuckerrohr schon irgendwo gesehen? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Das brauchen wir definitiv später für die Dinos zum Ausbrüten und sowas, das weiß ich noch. Aber die Frage ist jetzt, was brauchen wir für einen Tisch? Analysator. War das der? Oder war das das Ding hier? Zu Schande. Teertropfen. Analysator, Eisenbarren, Biofossil, Reliktschrott. Habe ich eigentlich alles, ne? Ich habe nur mein Eisen alles verbraten. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen nach Eisen suchen. Und dann können wir das Ding mal herstellen. Analysator klingt eigentlich gut. Dann kann man ja die Fossilien analysieren. Würde ich sagen, dass wir jetzt ein bisschen Eisen suchen und dann probieren wir das mal aus. So, jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Für den Analysator. Ja, perfekt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Mir fehlt nämlich ein tolles Erfolgserlebnis. Ich dachte eigentlich so in der... Oh, ups. In der zweiten Folge machen wir easy den ersten Dino. Aber es hat sich irgendwie alles
als schwerer herausgestellt, als ich es mir vorgestellt hatte. Das sieht aber gut aus. Analysator. Okay, das sieht gut aus. Und ich hoffe jetzt mal, dass da was Cooles rauskommt. Versteinerter Farnsporn. Ach, das ist jetzt das Pflanzenfossil, ne? Das hier von links nach rechts arbeitet sich das durch, so wie es aussieht. Feuerstein, ja, das finde ich so spannend. Wir bleiben jetzt aber mal dabei, das ist gerade irgendwie ziemlich cool und spannend. Keramikscherbe. Oh, die habe ich schon gesehen, die brauchen wir wieder für irgendwas. Ich glaube hier für den irgendeinen anderen Table auf jeden Fall. Und jetzt kommen die Fossilien. Oh, toll. Der erste ist Sand. Hab schon unser erstes Dinosaurier-Fossil, bitte. Das wäre so schön. Knochenmehl. Zwei Reihenfälle. Komm schon. Ach, wieder Sand. Dreh durch. Come on. Ein Fossil. Ach, wieder Sand. Das kann nicht wahr sein. Das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Oh ja, Gott sei Dank. Das letzte ist wirklich eine DNA. Confucius Sornis DNA. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ist. Sieht nach irgendwas Fliegendem aus. Das Coole ist, wir werden dann nächste Folge diese DNA ausbrüten, die ich euch gerade vorgelesen habe. Ich kann den Namen schon nicht mehr aussprechen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und das wird dann unser erster Dino werden. Das wird richtig, richtig nice, glaube ich. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, die zweite Folge von Minecraft Jurassic World hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.